Hallo Bullerei. Hallo. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Motovlog von mir. Heute bin ich mal bei 2 Grad unterwegs. Ich muss nämlich heute Samstag, morgen wird das Video online kommen, also am Sonntag. Und ich muss halt noch was aufnehmen, weil ich die ganze Woche hatte ich keine Zeit oder beziehungsweise es wurde immer dunkel, als ich von der Arbeit kam. Und deswegen dachte ich mir, nutze ich noch die Sonnenstrahlen, die heute rauskommen und nehme ein Video auf und fahre eine Runde. Ich werde mich jetzt mit einem Abonnenten, mit einem Zuschauer gleich treffen. Ich bin gerade in Melle unterwegs und ja, wir treffen uns bei Meckes. Er hat eine Yamaha YZF 125R. Mal schauen, ob wir ihn da gleich antreffen. Jo, da sehe ich doch schon jemanden. Sehe ich doch hier schon jemanden in der Ferne auf seiner Maschine sitzen. Da sehe ich doch schon einen. Moin! Moin! Geil! Boah, ist das kalt heute! Ich kenne hier kaum Strecken, aber... Was Strecken angeht, da bin ich echt nicht so begeistert, nicht so gut. Nicht so begeistert. Was laber ich da? Wo wollen wir denn langfahren hier? Ist hier voll. Ja, du Wichser! Wichser! Oh, heute wird es ein bisschen random. Weil bei den Temperaturen da kann einem, also da fällt mir nichts wirklich Besseres ein, als so ein bisschen random rumzufahren. So ein bisschen das Beste oder Witzigste, was passiert, reinzuschneiden. Hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel. Wo wollen wir denn lang? Da vorhin. Ah, ganz hinten nach rechts. Fahr mal vor. Okay. Aber ich glaube, Bad Essen ist nicht so geil bei den Temperaturen. Bad Essen? Bad Essen ist ziemlich wegen Kurven und so und dann Laub und ja. Das ist nicht so geil. Die lange Kennzeichenalterung hat er auch dran. Originalfahrt, hat er irgendwas verändert? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles original an seinem Teich. Könnte mich aber auch natürlich täuschen, ne? Yay, Fahrbahnmarkierung mitnehmen. Muss man nur aufpassen, dass man da kein Gas gibt bei Schräglage. Straßen, die sind jetzt wahrscheinlich gefroren fast. Also temperaturmäßig auf den Straßen wird es auch so um den Gefrierpunkt sein. Da wird es gefährlich, wenn man da Gas gibt. Ja, Mike. Und der grüßt dich, der Wichser. So ein Arschloch, Mann. Ey, gerade die Nicht-Saisonfahrer sollten sich doch untereinander grüßen. Sollte man jedenfalls meinen, ne? Ich wette, selbst der Rollerfahrer mit der Kippe im Mund hätte uns gegrüßt. Und so als kleiner Tipp am Rande würde ich euch ans Herz legen, solltet ihr mal, wenn ihr ein bisschen erfahrener seid, und ihr solltet zusammen mit jemandem fahren, der seinen Führerschein gerade erst gemacht hat. Lasst ihn vorfahren, fahrt nicht vor. Ihr wisst nie, wisst ihr, wenn ihr mit mehr Erfahrung vorfahrt und dann nimmt ihr die Kurven dementsprechend oder so. Jetzt im Winter fahre ich auch in den Kurven sau langsam, aber man nimmt mal an, dass man dann vorfährt und die Kurven ein bisschen schneller nimmt. Dann der Fahranfänger will dann natürlich auch mithalten. Versucht die Kurven genauso schnell zu nehmen,
fehlt einfach die Erfahrung und bumm, kann sein, dass er sich hinlegt, mit dem ihr fahrt. Also genauso wie wenn man mit größeren Gruppen fährt, die schnellsten fahren hinten, die langsamsten fahren vorne. Ganz einfach. Man kann ja sagen, was man will, ne? Die Temperaturen sind scheiße, Laub auf den Straßen, saugefährlich, aber es sieht einfach übelst schön aus, wenn man fährt und überall ist Laub und die Bäume sind so schön kahl, so herbstlich alles. Sieht einfach mega geil aus, wenn man bei so einem Wetter fährt. Guckt sich alle Schilder ganz genau an, der Typ. Fährt auch ordnungsgemäß, also ich gerade in den Anfängen, wenn man den Führerschein gemacht hat, sollte man sich nicht daran richten, wie jetzt irgendwelche Leute fahren, die man auf YouTube gesehen hat oder so. Man sollte sich an so Sachen immer langsam rantasten. Was ist das denn für eine Straße, Mann? Die Huckel des Todes sind hier. Bumm, bumm, immer hoch runter, hoch runter. Ich fahre ganz gemütlich bei 2500 Umdrehungen. Ganz gemütlich. Das ist halt der Vorteil an der 1000er, wenn ihr jetzt für die meisten wird es nicht mehr in Frage kommen, weil die meisten, die jetzt den Führerschein machen dürfen, nicht mehr in der 1000er drosseln. Aber der Vorteil daran ist einfach, ihr müsst die nicht so hochtourig fahren wie so eine 400er oder 600er. 600er dürft ihr ja auch nicht ab dann, aber man muss die einfach nicht so hochtourig fahren, weil die kommt halt einfach schon im niedrigen Drehzahlbereich. Ey, muss ich tatsächlich meine Sonnenblende runter machen. Aber meine Sonnenblende ist komplett dreckig und da sehe ich noch weniger. Bam, Alter! Ich habe ihn gar nicht gehört. Ich habe nur gesehen, wie er am Gas gespielt hat. Guck mal, ich fahre gerade bei 2000 Touren und das war noch nicht mal Vollgas. Ich komme einfach aus dem Pötten raus. Das ist so geil. Das Geilste daran ist ja, ich habe ja einen minimalen Gasweg. Guck mal, jetzt fahre ich 2000 Touren. Ich lasse mich mal ein bisschen vorfahren. 2500 und das ist jetzt Vollgas. Das ist heftig. 600er oder 400er oder was auch immer man sich holt, wird nie im Leben bei so niedriger Drehzahl hoch schon abgehen, weißt du? Das ist genau deswegen finde ich die R1 ja so geil. Man braucht die gar nicht so hochtourig fahren. Man braucht auch die Kurven gar nicht runterschalten. Boah, schon wieder meine Finger so. Also falls ihr bei solchen Temperaturen auch fahrt, schüttelt eure Hände wie keine Ahnung was. Das hilft. Jo, geil! Zwei Motorradfahrer jetzt schon getroffen, einer hat gegrüßt, also scheiß Quote, aber scheiß drauf, zwei Motorradfahrer schon getroffen. Der Jäger mit seiner Flinte ist auch am Start. Grüße gehen raus an den Jäger an dieser Stelle. Alles okay? Super! Da muss man immer nachfragen, ob alles okay ist. Unter Motorradfahrern, wenn da einer steht, immer nachfragen. Außer wenn ihr gerade seht, dass die Bilder machen oder irgendwas. Aber da muss man. Er konnte es jetzt halt nicht so ganz wissen, ne? Aber Motorradfahrer halten bei anderen Motorradfahrern, die stehen immer an. Altenheim. Vielleicht kommen die Rentner hier raus.
Vielleicht wollen die Rentner eine Runde mit mir drehen hier, die Omis. Die spitzen Omis fahren mit einem Motorrad. Das wäre auch noch was für ein Video. Das erinnert mich an den Titel von Michi Petrolheads letzten Video. Oder nicht letzten Video, vorletzten oder was auch immer das war. Wo er seine Oma besucht hat im Altenheim. Ich weiß gar nicht, ob ihr den überhaupt kennt. Alter! Dein Hinterrad! Ich hab das Ding gesehen, dass er gebremst hat! Alter, dein Hinterrad! Hoffentlich sieht man das auf dem Video! Ey, das ist mega krass gerade! Du hast aber ABS, ne? Nein! Nein? Ich wollte gerade sagen, stimmt, ABS hätte ja das verhindern müssen. Welches Baujahr ist das denn? 14. Die hat kein ABS? Also, ja, die hat ABS, wollte ich gerade sagen, sonst hätte er komplett blockiert. Er bremst, glaube ich, zu doll mit der Hinterradbremse. Das ist, glaube ich, das Problem gewesen. Das sah eher so nach 60% der Hinterradbremse, 40% Vorderradbremse aus. Da ging das aber weg, das Rad. Das ABS hat aber gearbeitet bei dir hinten. Was? Das ABS, hat man gesehen, dass das gearbeitet hat? Ja? Ich glaube, ohne ABS wäre es weggerutscht. Boah, ey. Was ist passiert? Ich glaube, du bremst zu doll mit der Hinterradbremse, musst mehr mit der Vorderradbremse. Tunnel, ich sehe einen Tunnel, ich sehe einen Tunnel, Leute. Ich hab Bock. Ich gehe komplett jetzt, ich mach komplett Lautstärke in den Tunnel rein. Hallo Bullerei, hallo. Der Blick von den Bullen war auch echt krass ernst. Schön winken, immer freundlich lächeln und winken, Männer. Mann, ich hätte früher winken sollen, dann hätte er vielleicht zurückgewunken. Das hätte ein geiles Video gegeben. Da fährt er. Richtig geil. Findet man ja doch noch Leute zum Fahren. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen zu fahren. Richtig geil. Ich hoffe, euch hat das Video so einigermaßen gefallen. Nichts großartig Spektakuläres eigentlich passiert, aber ein bisschen was kann man dafür von noch verwenden für ein Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen da, wäre mega nice, würde ich mich richtig drüber freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, auch ein Abo. Links zu Instagram ist unten in der Videobeschreibung. Damit sage ich ciao und bis zum nächsten Video.